Ich habe jetzt mal das Uniporti einfach dran geklemmt. Also falls er nicht funktioniert, muss man entweder hier die beiden Drähte tauschen von der einen Wicklung oder die von der anderen Wicklung umdrehen. Ich habe jetzt mal 12 Volt dran, hier Plus und hier Minus, also auf Emitter vom Transistor Minus und auf das freie Ende Plus. Das freie Ende geht hier erste Spule auf Kollektor, Gehäuse vom Transistor, die zweite Spule direkt vom Emitter auf Basis. Und wenn ich den mal 12 Volt jetzt so anwerfe, dann läuft der schon ganz gut. Die Spannung ist auf 9 Volt zusammengebrochen bei 1,27 Ampere. Aber er funktioniert. Und wenn ich jetzt zwischen Kollektor und Emitter noch eine Halogenbirne mache, eine LED-Lampe, läuft er ruhiger und die Lampe leuchtet. Er nimmt aber nicht viel mehr Strom auf. Ich glaube, 50 mA nimmt er mehr auf dadurch. Aber funktioniert schon ganz gut so. 1,25 Ampere und der Lüfter, der lüftet echt sehr. Auch ohne Potti läuft der an. Kann wieder stoppen. Jetzt nimmt er gar keinen Strom auf. Wieder anlaufen. Läuft er wieder schön an. Okay, dann hole ich mal ein Oszilloskop und guck mal, wie es da ausschaut damit. Okay, jetzt habe ich Oszilloskop daran, an Emitter und Basis, direkt am Transistor. Und jetzt starte ich den mal. Ich habe jetzt mal eingestellt auf 1 Volt, eine Millisekunde pro Kästchen und starten. Ups, jetzt ist er in Selbstoszillation und wenn ich ihn drehe, okay, jetzt nicht mehr. Mal ordentlich Schwung geben. Wenn ich ihn bremse, dann geht er in Selbstoszillation. Okay. Aber so schaut schon mal ganz gut aus. Mal 500 Millivolt. Also in der Mitte ist Minus, das heißt, er geht hier negativ ins Positive, ins Negative. Mal weiter zusammen. Er wird schon gut angesteuert. Er schaltet irgendwie gut aus, aber ich denke mal, dass er hier einschaltet, dann in Sättigung geht und dann erst langsamer ausschaltet. Bei der Ansteuerung ist es zwar sehr gut. Das ist jetzt der Basis-Emitter. Sieht zwar gut aus, aber ich denke, dass er hier zu viel Strom kriegt. Er geht bis 1 Volt hoch und da kriegt er zu viel Strom, da wo die Kurve ist. Da sinkt der Strom ab und wenn der Strom absinkt, ist ein Zeichen, dass der Transistor dann in Sättigung geht. Okay, dann schalte ich jetzt die Spannung jetzt mal höher und messe auf dem Ausgang. Ausgang ist von hier Minus auf hier Kollektor. Also auf Kollektor. Okay, und das Signal ist schon höher. 1 Volt, 5 Volt, 5 Volt pro Kästchen. Ne, ein halbes Volt pro Kästchen. Hier schaltet er ein, nicht ganz, dann geht er hoch, ist gesättigt und dann schaltet er langsam wieder aus. Und das hier soll ein perfektes Rechteck werden. Es ist aber kein Rechteck. Wenn ich ihn abbremsen tue, dann fängt er an zum Selbstoszillieren. Mal weiter zusammen, wieder abbremsen. Jo, mache ich ihn mal wieder aus. Also hier ist kein perfektes Rechteck. Und er wird ziemlich warm, merke ich da. Ich glaube, die sehr niederohmigen Spulen, das ist doch etwas, ja, die sind doch etwas zu niederohmig. Ja, und der ist ziemlich warm. Ich würde sagen, dass ich ihn erstmal abkühlen, bevor ich jetzt noch irgendwas mache. Weil er doch sehr niederohmig ist und sehr warm wird. Vor allem, weil der Transistor auch sehr lange an ist. Okay, und jetzt mal andere Ansteuerung ausprobieren. Okay, ich habe jetzt mal vor die Basis einen 47 Ohm zum Test. Einen 1 Kilo Ohm Widerstand, den ich mit 10 NF, mit einem 400 Volt 10 NF Kondensator gebrückt habe. Auch hier, das sind alles 400 Volt 10N. Und jetzt probieren wir mal, ob der bei 12 Volt anschwingt. Ups,
Er schwingt, aber sehr hochfrequent. Sehr hoch schwingt er. Mal schauen, was das Oszilloskop sagt. Muss ich höher drin? Ups. Ja. Er schwingt aber sehr hoch. Ah, hier. Genau, ich bin jetzt schon bei 5 Volt pro Kästchen. Also habe ich 15, auf jeden Fall über 15 Volt, wo der schwingt. Man hört es auch. Ups, wenn ich den drehe, sieht man es auch. Mal gucken, ob ich ihn zum Anlaufen bekomme. Ich glaube, die Triggerspule macht nicht genügend Spannung zum Anlaufen. Daher denke ich, dass ich den Widerstand schon fast tauschen muss durch einen kleineren, weil die Triggerspule nicht genügend Spannung macht. Die versuchen trotzdem mal anlaufen zu bekommen. Okay, weil er nicht anlaufen wollte, habe ich jetzt mal 200 Ohm Widerstände, also 200 Ohm und 10 N parallel gemacht. Und in Reihe dann 47 Ohm auf Basis. Und jetzt, ups, jetzt läuft, würde ich anlaufen normalerweise, wenn ich den schnell genug anschmeißen kann. Mal nochmal, ups, anschmeißen. Jetzt läuft er. Er nimmt 320 mA ab, schon mal für weniger. Und jetzt mal messen, wie viel an der Basis ist. Wie die Basis ausschaut. Okay. Er schwingt. Aber es schaut schon etwas besser aus. Nach Rechteck. Und jetzt gucke ich mal, wie es am Kollektor ausschaut. Kollektor. Ups, auch Chaos. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch das andere ausziehen nehmen. Bei Sonnenbedini. Mal schauen, wenn ich ihn abbremse. Ups, wenn ich ihn abbremse, ist er ziemlich schnell aus. Mal wieder anschmeißen. Moment. Aber eins fällt auf, wenn ich jetzt die Lampe dran mache, dann leuchtet die um einiges heller. Leuchtet sehr hell. Ja, die leuchtet echt sehr hell. Und der hört sich an, wenn er sehr belastet wird mit Lampe. Aber jetzt messe ich mal, genau, das ist ja das auf Kollektor, wie es ausschaut, wenn ich eine Glühlampe als Last dran mache. Und das schaut dann schon sehr nach Rechteck aus. Ja, das schaut sehr nach Rechteck aus. Also ich denke mir, dass Widerstandkondensator schon was bringt, vor allem im Wirkungsgrad. Nur der Bedini ist sehr niederohmig und das ist, denke ich mal, das Problem. Der braucht momentan 320 mA, was noch geht. Schwingt von selbst. Ja, jetzt kann ich mal probieren, noch einen Kondensator parallel zu schließen. Mal gucken, was er dann macht. Bei 10 NF für den 3255 ja eigentlich doch schon viel wären. Mal noch einen. Wenn ich dann noch einen Parallel mache, dann ändert sich nichts. Oder nicht viel. Ich schau mal, was haben wir denn vor dem Kondensator für eine Spannung. Und vor dem Kondensator schaut das Ganze so aus. Ups. Ich glaube, ich muss doch das andere Oszilloskop nehmen. Also, ja, ich glaube, ich muss doch das andere nehmen. Ziemlich steile Pulse nach unten, aber oben gutes Rechteck eigentlich. Das aber auch, ja, eine Krümmung hat. Okay. An der Basis schaut es gut aus und am Kollektor eigentlich auch. Der Transistor ist schon mal kalt. Und hier. Ja gut, so schaut er nach Rechteck aus, aber es schwingt. Wir haben mehrere Frequenzen gleichzeitig. Ja, wir haben mehrere Frequenzen gleichzeitig. Ja, muss ich mal weiter experimentieren damit. Mal gucken.